So, lass uns mal hier rüber. Da hoch auf den kleinen Hügel rechts. Zuerst mal gucken, ob jemand kommt, oder? Ja. Alles klar. Oh, das Blau steht dir. Danke. Von vorne kommt einer jetzt, aber ganz langsam. Ich denke mal, das ist ein Spieler. Ja, ein hundertprozentiger Spieler. Aha. Aber ich lasse ihn mal näher kommen. Ja. Ich treffe sonst sowieso nicht. Ist so Richtung Straße unterwegs. Ja, ist nur einer bis jetzt. Ich lasse ihn dir und leg ihn um. Boah. Wollen wir mal ein bisschen näher kommen lassen. Ja, ja. Jetzt. Ja, ich sehe. Lass ihn kommen. Oh, war noch nicht so gut. Nee, jo. Jetzt? Okay. Ja, ich geh mal kurz runter. Ja. Er ist weg, er ist down, ja. Eine AKM und so, Level 25, mit einer Rüstung und so. Willst du was haben? Nö, lass es im Liegen. Rüstung kann ich eh nicht mitnehmen, eine AKM. Hm. Die ist gut gemoddet, kannst du mitnehmen, die ist noch voll. Okay. Und Munition und Handgranaten sind noch in dem Rig. Ich gehe mal, komm nach oben und deck dir den Hintern. Okay, sag. Danke. Den blauen. Oh, geil. Doch nicht so übel. Oh, Scavs. Ja, dann mach die mal weg. Mist, hätte man Zeit lassen sollen. Gehst du ran, oder? Ja, ich bin mal ein Stück weiter vor. Okay, Nummer 1. Lade einmal kurz nach. Mhm. Bis auf den einen scheint es hier keine Wand mehr zu geben. Nee. Dann können wir dann zum Energiewerk hochgucken, ne? Alles klar. Warte, ich muss mal kurz reinzoomen. Drüben auf der anderen Seite bei dem roten Truck. Kriegst du ihn? Er hat mich gespottet. Ich mach mal einen kurzen Abflug. Mann! Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Aim mehr. Keine Ausdauer. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Wir haben ihn zurückfallen lassen ansonsten. Der hat aber gut eingesteckt. Ich hab mir ein paar Mal röcheln hören oder so. Japsen, ja. Oder was? Ja. Dann vielleicht stirbt er ja noch. Dann mal, ich guck mal schnell. Nee, er ist tot. Oh doch, da ist einer gespawnt. Na dann. Ey, was ist denn hier los, Junge? Hä? Ja, sehr schön. Naja, eine Weile gedauert. Ist auch sehr spät gefallen, ne? Mhm. Na gut, das liegt an dem Ping, glaube ich mal, ne? Möglicherweise. Mal gucken, ob da nicht noch ein zweiter ist. Ich werde mal eine Granate werfen, um zu hören, ob da was ist. Ja. Leo, oh ja, da hast du noch ein paar.
Ich gehe mal außen rum, also so großen Schlenker. Ich pushe mal rein. Ja. Irgendwas läuft auf Metall. Sehr schön. Bin außerhalb und lauf die Straße lang. Okay. Und werde dann gleich die Brücke überqueren und bin dann da in dem kleinen Bunker, wo die Granatenkiste ist, ja? Ja. Und wenn du alles geklärt hast, können wir meinetwegen nochmal rein. Ich habe die Schlüssel, glaube ich, für oben mit. Ist da zwei, das Sniper ist rund. Ah, nee, da läuft. Nee, da liegt nur einer, ich sehe keinen. Ich komme aufs Gelände. Ich bin drin. Da war ja drin. Hast du einen? Ja. Sehr schön. Da drin noch ein Bazamba. Tür zu. Okay. Können wir einmal nach oben gehen? Mhm, mhm. Ja, der guckt ja auch raus. Ja. Aber ich glaube, er war nicht ganz bei Trost. So, Bushaltestelle wäre auch schön. Dann mal wenigstens 2-3 Skeps wären. Ja, das stimmt. Ein paar hast du jetzt aber schon, ne? Ich glaube, 4 Stück, ha? Ja, gezählt habe ich nicht. Nee, ich aber auch nicht. Wie viel waren es denn insgesamt? Ich glaube 12, da habe ich auch nicht aufgepasst. Oh, oh, oh. Sniper-Schüsse von hinter uns. Ja. Er hat mich auch einmal erwischt. Bist du tot? Nee. Hast du ihn? Nee, er läuft weg. Ah, das ist eine ganz schöne Ratte, ne? Ja, ja. Schieß und dann hau da ab. Aber hast du ihn erwischt, ja. Nee, ich hab ihn nicht durchgeschossen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn überhaupt getroffen habe. Ich hab nichts gehört. Doch, also einmal. Oh, hat er gemacht. Okay. Die Frage. Ja, keine Skeps. Jacke. Ich würde sagen, wir gehen weiter und wir gucken, ob er nachkommt. Ja. Aber nicht, dass er uns umläuft oder so. Ja, ja. Keine Skeps hier? Nee, ich würde hier vorne rauslaufen. Richtung diesen Loot-Hügel. Weißt du, wo oben, wenn du vom Westwing runterrennst, gerade runter, kommst du doch auf diesen Hügel, wo dann rechts daneben der LKW steht, wo die Skeps dort Wache halten. Da komme ich mit. Ah, ich sehe dich. Ich bin hier im Gebüsch. Mhm. Na nun. Na, hören tue ich schon mal. Wenn er schnauft, kriegt er sich nicht ein, Alter. Das ist, da wackelt er. Obwohl Zielausdauer noch da ist. So, ein Skeffer hier. Okay, ich schließe auf. Bin am Zelt. Okay, ich würde nochmal hier Richtung Sniper-Skeff gucken. Ja, klar. Dann bleib ich kurz hier und guck nochmal, ob der uns. Ja. Nee, ich glaube, den haben sie schon über den Haufen geschossen. Okay. Hm. 21 Minuten, wir nehmen sowieso Tunnel, ne? Oder willst du zum Leuchtturm? Nö, nö, wir nehmen Tunnel. Können wir nochmal unten am Pier gucken, also hier das andere, da wo das Haus da drauf steht. Aha. Oh. Ich höre ihn schon sabbeln. Da unten ist er. Geht jetzt links um den Berg rum. Okay. Ist jetzt schon um die Ecke rum. Ach so, Richtung vorne sozusagen. Mhm,
hier unten durch, also nach unten und dann nach rechts hoch. Sollte eigentlich oben wiederkommen. Ich mach mal eine weitere Kurve und guck mal. Einer war hier noch. Ja, dann müsste der andere auch gleich zu dir kommen. Der läuft eigentlich immer um den Berg rum, soweit ich das in Erinnerung habe. Nee, der steht jetzt hier vor dem Berg. Okay. Also aber oben an der Spitze. Bist du das? Ich bück dich mal. Ich bin gerade hier, ich stehe mal auf. Nee, das bist du nicht. Alles klar, der steht hier ganz locker und guckt Richtung Ausgang von hier Leuchtturm. Okay. Am oberen Ende des Bergs. Wurm, 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 Wurm und Zucker! Jetzt hat er mich. Tut mir leid, ich muss ihn erschießen. Okay. Ja, da genau, da war er. Aber er hat mich schon anvisiert und geschossen. Aber einen habe ich doch noch gehört, ja. Ah, da geht auch meine Rechnung. Tut mir leid. Nee, kein Problem. Ich habe großen Respekt vor denen. Manchmal haben die so einen Schuss und dann... Oh, hier liegt auch noch ein paar Tote rum. Also hier ist schon was gewesen. Oh, ich brauche bloß 10, also 3 Stück noch. Dann lass uns noch mal... Ja, gehen wir noch mal zu dem... Steph Eimen. Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum. Also hier ist auch schon was passiert. Aha. 2 Skeps liegen hier. Futter geht zur Neige. Kann ich dir leider auch nichts anbieten. Schon alles weggehauen. Verfressen, wie ich bin. Wollen wir dann hier wieder zurück an der Villa vorbei und dann... Ja, würde ich sagen, ne? 10 Minuten, ja, und dann zum Tunnel, das sollte man schaffen. 3 Skeps noch, dann würde ich vielleicht nochmal schnell zur Tanke vor. Jetzt wirst du gierig, ne? Naja, wenn ich 3 Skeps weiß, dann kann ich die scheiß blaue Uniform ausziehen. Naja, wahrscheinlich nicht, krieg wahrscheinlich die nächste blaue Quest. Die nächste blaue Uniform-Quest. Ja, nee, aber stimmt schon, dann ist man die los, die will man auch so schnell wie möglich loswerden. Ja. Dann geh ich mal Richtung Tanke und guck, ob da überhaupt noch welche sind, und damit du nicht den Weg umsonst machst. Das ist eine gute Idee, ja. Das ist geil. Und dann... neben mir wäre. Rahmen da so seelenruhig in meiner Tasche rum und dann schreit er mich an. Ich habe noch einen gefunden. Sehr schön, dann haben wir sie ja. Dann einmal zur Tankstelle und dann... Ja, ich eile herbei. Ja, ganz entspannt, wir haben noch Zeit. Ach Mensch, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder die Ausdauer weg. Schmeiß den Rucksack hin. Ich sehe ihn nicht. Da ist er, an der Tankstelle jetzt wieder am Bus. Sitzt da. Oh. Sind 2 sogar, oder ist das ein Spieler? Das sind 2. Oder vielleicht auch ein Spieler, aber der eine hat sich hingesetzt. Hast du einen? Nee, er hat Hits gekriegt und es hat abgehauen. Ach, warte, ich hab ja... Oh. Der eine ist jetzt hinten.
Er schießt auf mich. Ist vorne am Bus. Steht da. So, ja. Na? Oh, Alter. Das ist die Impertnik. Verkauf nach und boil. Das ist der Terminator. Am Schuss ihn? Nein, es macht Klick. Hallo, er hat mich empfindlich getroffen, der Hund. Hast du ihn immer noch nicht? Nee, es hat Klick gemacht. Brauchst du was? Der Magen zerschossen, ich habe mir immer noch kein CMS eingepackt. Komm mal her. Und die Energie geht auch zur Leica. Schnell das CMS hier. Warte, ich will das Ding Skeff über den Haufen schießen. Mann, diese Chancen, ich vermassel den letzten Skeff noch. Oh ja, warte, ich muss mich doch erstmal flicken. Ja. Ich nehme das erstmal. Dann schmeiß mal eine Waffe weg, die nehme ich mit zum Start. Also zum Endpunkt. Damit du nicht so viel Ausdauer verbrauchst. Kommt, bricht die Hektik aus, weil es mir auch schwarz vor den Augen. So. So, viel Glück. Danke. Ich kann ihn noch mal ein bisschen ablenken, wenn du willst. Da läuft er, vorne. Oh ja, ich sehe. Er kommt auf dich zu. Ja. Hast ihn? Voll und voll und blend! Ja. Okay, ich hab ihn. Lass uns raus. Alles klar, let's go. Ich kann nicht mal laufen. Ja, ertragen kann ich den nicht. Nee. Gib mal deinen Rucksack. Ach, das. Nee, da, den kannst du. Das ist ein T-Pack, denn da ist nichts drin. Da ist nee, nee, mit in meinen Rucksack. Da würde ich. Eine andere Mal auch noch Schwachsinn drin. Lass uns direkt raus, 3 Minuten. Ich kann nicht rennen, das wird schon knapp. Kannst einen SJ6 haben, wenn du willst. Hier, nimm den mal. Meinst du? Ja, hau rein. Danke. Ja, kein Thema. Kann ich dir, bring ich dir nachher wieder mit? Ja, alles gut, alles gut. Daran soll es nicht hapern. Aber, naja, er kommt langsam in Wallung, ja, ein bisschen. Ja, das schaffen wir. Jetzt bin ich überladen. Gibt's ja gar nicht. Das ist die verschissene Panik bei mir ausgebrochen. Dieser eine Skeff und schwarz vor Augen und am Marken weg. Also ist. Aber das macht das Spiel ja aus, ne? Ja. Ich freue mich zwar immer, wenn ein anderer in so einer Hektik ist. Ich selber hasse das auch. Oh, und dann war die Ausdauer weg und ich konnte nicht immer anaimen richtig. Er hat gezittert wie Espenlaub. So, warte mal eine Sekunde. Was denn? Muss er deine Waffe noch mitnehmen? Ach so, ah, stimmt. Danke. Na bitte. Ach, den Rucksack nicht. Was? Da war doch bloß Schmutz drin. Ich schlepp den für dich. Ich hab doch gesagt, lassen liegen. Den habe ich vom Skeff. Dachte mir, falls ich noch was finde, dann nehme ich's mit. Ah, sehr geil. Sehr. Geschafft haben wir's. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich. War gut. Das ist auch alles gut gelaufen. Das ja. Das ist immer wichtig.